Und hiermit ein herzliches Willkommen beim Duxer. So, wer kennt denn nicht das Problem? Man hat am Laptop in der Regel nur einen HDMI-Port-Anschluss. Ja, was macht man dann, wenn man zwei Monitore anschließen will? Man kauft sich entweder eine teure Docking Station oder man findet bei eBay so einen Adapter. USB-C to HDMI. Sogar bis 4K verspricht der Hersteller. Und ich dachte mir so, komm, ich investiere mal jetzt hier die 7 Euro und mache einfach mal einen Test, ob das überhaupt funktioniert. Also eigentlich erstmal ein ganz einfaches Prinzip. USB-C, ein Laptop rein, HDMI kommt raus. Und ob das funktioniert, das möchte ich jetzt mal ganz gerne testen. Ja, und hier wäre das Exemplar, ein Tuxedo. Aus dem Jahre, ich weiß nicht, da müsste mittlerweile knapp 2 Jahre alt sein. Der hat hier einen HDMI-Port-Anschluss und sonst nichts. So, ich locke mich mal eben ein. Auf ein Ubuntu-System. Auf der Homepage stand sogar noch, Treiber sind nicht erforderlich. Und das werde ich jetzt erstmal testen. Ja, so schaut es hier aus. HDMI-Kabel geht in den Monitor rein und ich habe dann dementsprechend ein doppeltes Bild. Und jetzt switche ich das Ganze mal um. Der Adapter wäre drin. Ich ziehe den HDMI-Stecker hinaus. Jetzt habe ich dementsprechend nur am Laptop das Bild. Jetzt stecke ich ihn einfach mal hier rein. Mal gucken, was passiert. Und wie Sie sehen, es funktioniert nicht. Ah doch, jetzt tut sich was. Ah, ich habe es einfach mal umgesteckt. Ich habe jetzt hier mehrere USB-C-Anschlüsse. Genau, und da gibt es nämlich auch noch Unterschiede. Da spreche ich, glaube ich, gleich mal kurz drüber, worauf man da achten muss beim Laptop. Da habe ich hier wohl gerade den verkehrten Anschluss gewählt. Und es wäre natürlich auch interessant zu wissen, wie ist die Qualität. Genau, das teste ich auch mal eben. So, ich ändere mal eben hier die ganzen Einstellungen. Ich sage ihm, wer ist 1? Er ist Monitor 2. So, 2 steht bei mir oben drüber. Ich sage ihm anwenden. Das funktioniert. Oh, hier steht noch ein Neustart erforderlich. Änderung beibehalten. Und dann möchte ich, dass der Bildschirm der Hauptbildschirm ist. Primär wäre dann in dem Fall 2. Anwenden. Beibehalten. Und ja, auch das funktioniert. Prima. Und auch das Bild hier wird flüssig abgespielt. Ohne Probleme. Ja, ich kann jetzt hier für den ersten Schnelltest kann ich jetzt hier keine Einschränkung feststellen. Das macht auf jeden Fall einen guten Eindruck. Das wäre das gute Ding. Kostet jetzt mittlerweile 10 Euro. Vor 2 Tagen noch 7,99 Euro und jetzt 9,99 Euro. Aber gut, die 2 Euro, denke ich mal, sind jetzt auch jetzt nicht so entscheidend. Also das Gerät hier funktioniert nach meinem Schnelltest auf jeden Fall sehr, sehr gut. Das Ganze bringt jetzt aber auch nicht so viel, weil dafür kann ich ja den vorhandenen HDMI-Anschluss benutzen. Ziel ist es ja, einen weiteren Monitor dort anzuschließen, in meinem Fall einen 24-Zoll-Monitor von der Firma BenQ. Und das habe ich, hier habe ich schon mein Kabel vorbereitet. Das werde ich jetzt in den Laptop reinstecken und mal schauen, was dann passiert. So, den stecke ich jetzt in den vorhandenen HDMI-Anschluss hinein. Mal kurz gucken, ob jetzt auch wirklich 2 Monitore oder in Summe sogar 3 Monitore unterstützt werden. Hier ist noch kein Bild, aber ich denke mal, es liegt daran, weil ich hier noch in dem falschen HDMI-Eingang bin. HDMI 1, das müsste jetzt HDMI 2 sein. Ja, er braucht einen Moment, er rödelt ein bisschen, alles live, ungeschnitten. Aha, no Kabel connected. Okay, ich ziehe den mal hier raus. Was sein kann, dass das Kabel nicht ganz in Ordnung ist. Doch, das Kabel ist in Ordnung.
Ja, und es funktioniert. Vielleicht war da jetzt ein kleiner Wackelkontakt oder ähnliches. Das kann sein. Das kann ich jetzt schlecht beurteilen. Auf jeden Fall kann ich jetzt mit mehreren Monitoren arbeiten. Einmal kurz gucken, wo ich hin muss. Ja, gut, ich ändere mal eben nochmal die Reihenfolge. Wir sehen hier drei Monitore. Das müsste dann, wo ist Monitor 3? Monitor 3 wäre jetzt dieser hier. Der steht jetzt bei mir ganz links. Der Laptop Nummer 1, ja, so ein bisschen in der Mitte. Wir können es ja mal so hinstellen, so wie es ist. Ich sage ihm anwenden. Beibehalten. Ja, und jetzt kann ich hier ganz lustig wild hin und her switchen und habe im Endeffekt in Summe dann drei Bildschirme. Also ich würde sagen, für 8 Euro, also was will ich mehr? Es wird hier alles unterstützt, alle Fenstereffekte, alles funktioniert. Prima. Das soll es an der Stelle gewesen sein, kurz und knapp. Ja, und so kostengünstig verbindet man zwei Monitore plus Laptop-Bildschirm an ein Ubuntu-System. Alles ohne Treiber, alles out of the box. Ja, das war ganz kurz und knapp. Eine kleine kurze Produktvorstellung, für die ich kein Cent Geld bekomme. Alles selbst bezahlt und ich bin auf jeden Fall damit zufrieden.